Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Alternate und zwar mit dem Alternate XCHW, also Credible Hardware Access Plus Gaming PC. Hier stehen noch ein paar technische Daten für 1309 Euro. Das System wurde mir vorgeschlagen von Noxy bei uns im Videovorschlägekanal und das schauen wir uns jetzt mal an. Starten wir wie immer erst mit dem Bild. Das ist wirklich nur das Gehäusebild. Die RGB-beleuchteten Lüfter, die ihr da seht, die sind auch so verbaut. Das passt soweit schon. Hier bei den Details, da wird uns jetzt nicht alles direkt so angezeigt, wie man es halt braucht, um das auch zu vergleichen. Deswegen gehen wir direkt in den Konfigurator. Starten wir mit dem Prozessor. Das ist ein AMD Ryzen 7 5700X. Der hat 8 Kerne, 16 Threads, 65 Watt TDP und unterstützt offiziell DDR4 3200 MTS. Man sieht natürlich aufgrund des Prozessors schon. Wir sind doch im DDR4-Bereich unterwegs. Bei 1300 Euro kann man das irgendwo noch machen. Ich persönlich sage zum Beispiel, so ab 1,5 sollte man schon auf DDR5 gehen. Das ist ein guter Prozessor zum Streamen, Daddeln, könnte alles soweit mitmachen. Natürlich gibt es noch stärkere 5800X 3D und so weiter, aber in Kombination mit dieser Grafikkarte ist der schon in Ordnung. Wir sind halt schon beim AM5-Sockel mit DDR5. Wer natürlich damit klarkommt, dass er auf einem älteren Sockel da so ein System betreibt, von mir aus. Und der kostet 160 Euro bei Amazon. Das Mainboard ist ein MSI B550-A Pro. Der B550-Chipsatz reicht für diesen Prozessor völlig aus. Und wir haben halt auch ein gescheites Full-ATX-Board mit gekühlten Spannungswandlern, 4 RAM-Bänke. Hier kann SSD verbaut werden, hier unten noch eine weitere SSD. Hier kommt die Grafikkarte rein und dann habt ihr noch 3 Erweiterungsslots, wo ihr dann irgendwie noch WLAN oder was nachrüsten könnt. Oder eine Capture-Card, falls ihr wirklich streamen wollt und dann mit einer Switch oder Playstation das übertragen wollt. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1, USB 3.1, USB Typ C, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, Netzwerkanschluss, Onboard-Grafikanschlüsse könnt ihr mit diesem Prozessor sowieso nicht benutzen, benutzt bitte die Anschlüsse der Grafikkarte, sage ich immer wieder dabei. Ein PS2-Anschluss haben wir auch noch, werdet ihr wahrscheinlich auch nicht benutzen. Das Board ist jetzt nichts Besonderes. Es gibt in dem Bereich natürlich deutlich bessere Boards, aber in Kombination mit diesem Prozessor reicht es halt. Das sind im Full-ATX-Bereich halt so diese Einsteiger-Boards. Gilt auch das Gaming X2 von Gigabyte und so, die spielen alle in diesem Bereich. Und das kostet 108,98 € bei Mindfactory. Der Prozessor-Kühler, hier steht Prozessor-Lüfter, ist ein Enderfy Spartan 5 Max ARGB-CPU-Kühler. Der hat eine TDP-Klassifizierung von 180 Watt, reicht für diesen Prozessor ganz dicke, habe ich auch schon getestet, sogar mit einem 12700K, der jetzt nicht übertaktet war, das schafft er auch. Ist jetzt auch nichts Besonderes, auch eher so das günstigere Segment, hat aber auch ein bisschen ARGB-Beleuchtung, ja warum nicht. Und der kostet 24,89 € bei Mindfactory. Der Arbeitsspeicher sind G-Skill DIMM 32 GB DDR4 3600 MTS 2x16 GB Dual-Kit Arbeitsspeicher. Schauen wir da ein bisschen genauer, ist das halt CL18 RAM. 32 GB im DDR4-Bereich bei dieser Preisklasse auf jeden Fall Standard. Hatten wir letztes Mal sogar bei einem Hardware-Rad-PC, da war auch 3600er 32 GB drin und der PC hatte, glaube ich, nur so um die 900 gekostet. Der bringt jetzt natürlich kein Schickimicki-Bling-Bling oder so mit, ist aber Dual-Channel, 32 GB 3600 MTS über die Spezifikation von AMD, von daher passt das. Und der kostet 70,90 € bei HiQ24. Die Grafikkarte ist eine Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC 12 GB Grafikkarte. Hier wissen wir designtechnisch auf jeden Fall schon mal, was wir bekommen. Die Gigabyte-Variante. Die ist jetzt auch nicht schlecht, kann man so nehmen, kein Problem. Die Grafikkarte ist auf jeden Fall für WQHD Gaming auch Full HD geeignet und 4K. Ja, da müsst ihr immer so ein bisschen auf die Titel achten, ne? Wenn ihr jetzt 4K irgendwie Cyberpunk auf volle Möhre brettert, dann spuckt das Ding so 20, 30 FPS aus. Hab mir eben noch ein Video dazu angeguckt. Deswegen spielt ein bisschen mit den Einstellungen, je nachdem, was ihr für einen Monitor habt. Wer sich für 1300 Euro einen PC kauft, wird sehr wahrscheinlich auf WQHD spielen und dafür ist die Grafikkarte gut geeignet. Den FPS-Test dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und die kostet 459,90 € bei ProShop. Die SSD ist eine Lexa NM790 1 TB. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 7400 MB/s und eine Schreibgeschwindigkeit von 6500 MB/s mit TLC-Speicher. Hatte ich schon im Test, astreine SSD. Müsst ihr selber mit klarkommen, ob 1 TB reicht. Ne? Ansonsten konfiguriert euch noch ein bisschen mehr rein. Im Bereich von 1300 Euro kann man das aber durchaus so machen. Und die kostet 69,90 € bei Mindfactory. Das Gehäuse ist ein Shakun TG6M RGB. Das bringt schon 320 mm RGB beleuchtete Lüfter in der Front mit und 120er auch RGB beleuchtet im Heck. Das hat auch eine Mesh-Front, das heißt der Airflow ist auch soweit gegeben. Die Lüfter sehen jetzt nicht so geil aus, sind halt so transparente Dinger, aber sie machen ihren Job. Ich hatte zum Beispiel das CA300H, da waren auch solche transparenten Lüfter drin. Ja, schick ist es halt nicht, sie erfüllen ihren Zweck. Und bei Shakun ist es halt so, you get what you paid for. Also wenn ihr da jetzt nicht viel für bezahlt, kriegt ihr jetzt auch nicht High-Quality-Shit irgendwie dahingestellt. Es ist halt so ein durchschnittliches Case. Und das kostet 86,48 € bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein Seasonic G12 GC 750 Watt PC-Netzteil.
Das hat 5 Jahre Herstellergarantie, ist 80 plus Gold zertifiziert und hat festes Kabelmanagement. Das ist so die günstige Einsteigerserie von Seasonic. Laut PS Utilist ist es ein B-Tier-Netzteil, hat aber leider, wie gesagt, keine Modularität. Kann euch irgendwo egal sein, ihr kauft das System ja sowieso fertig gebaut, aber dann würden die Kabel wenigstens nicht im Gehäuse rumfliegen, die halt nicht benötigt werden. Noch dazu haben wir hier kein RTX 3.0, braucht ihr bei der Grafikkarte jetzt auch nicht. Ich zeige euch aber gleich eine Alternative, wo das halt schon alles mit dabei ist. Aber um die Ohren fliegen wird euch dieses Netzteil jetzt nicht. Und 750 Watt reichen für dieses System halt auch einfach dicke aus. Ihr könnt theoretisch später noch ein bisschen upgraden, was die Grafikkarte angeht, aber rein für das System völlig okay. Und das kostet 78,66 Euro bei Beyer Computer in Österreich bzw. 80,37 Euro bei Mindfactory in Deutschland. Kommen wir da auch mal zum Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1059,71 Euro. Und das System kostet 1309 Euro. Da seid ihr jetzt bummelig bei einem Aufpreis von 250 Euro. Das ist irgendwo noch in Ordnung. Ich persönlich finde es ein bisschen viel. Aber da gehen die Meinungen sowieso auseinander. Ich habe halt Alternativen gefunden, die gegenüber Geizhalsliste noch ein bisschen günstiger sind, wenn man das jetzt so mit diesem System vergleicht. Und ich habe auch diesmal zwei Alternativen, weil scheinbar checken die Leute nicht, dass Dubaro nicht mein Partner ist und auch nicht MyPC mein Partner und auch nicht Krotos mein Partner. Deswegen schmeiße ich jetzt zwei Alternativen hier rein, damit keiner sagt, du willst nur deine eigene Scheiße verkaufen. Ihr kennt das. Weil ich habe davon nichts, dass ich diese Videos hier mache. Weil ich von Anfang an gesagt habe, Systemintegratoren werden nicht mit mir gepartnert sein. Ihr werdet niemals irgendwo ein PC-Check-System sehen. Das gab es einmal beim 10.000 Abo-Special, limitiert auf 15 oder 20 Stück, weil die Leute es sich gewünscht haben. Aber kommen wir mal zu diesem PC. Das ist der Hardware Deals 1200 Edition für 1399. Ja, der kostet 90 Euro mehr. Das ist mir bewusst. Ich zeige euch jetzt aber auch die Vorteile. Anstatt einem 5700X haben wir einen 5800X3D. Der hat schon den 3D V-Cache, der ist auch eine Stufe höher sozusagen in diesem AMD-Universum wie der 5700X. Wir haben den gleichen Kühler, wir haben das gleiche Mainboard, deswegen hat sich das System auch angeboten, weil die Sachen eigentlich auch irgendwo gleich sind, zumindest diese Grundsachen. Die Grafikkarte ist keine 7700XT, sondern 7800XT. Ihr habt jetzt halt den Nachteil, dass ihr nicht genau wisst, welche es wird, deswegen haben wir die günstigste in die Geizhalsliste reingepackt. Wir haben auch 32 GB RAM, 3600er CL18 Fury Beast. Die SSD ist natürlich langsamer als die in dem System von Credible Hardware, aber eben auch 1 Terabyte. Wir haben auch 750 Watt, allerdings ein BeQuiet PurePower 12M, was schon den neuen Stecker mitbringt. Falls ihr mal irgendwann auf die Idee kommt, eine Nvidia-Karte da reinzuschmeißen, die diesen 12 Volt High-Power-Anschluss haben, dann habt ihr das halt schon mit dabei. Und das Gehäuse ist ein Enderfy ARX 500 ARGB. Hatte ich auch schon im Test, bringt auch 4 RGB-Lüfter mit, hat auch eine Mesh-Front. Kann man ungefähr gleichsetzen. Schauen wir uns da mal die Liste an. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Da landen wir bei 1284,78 Euro. Und hier kommt halt auf 1399 Euro. Das heißt, ihr bezahlt hier 115 Euro Aufpreis gegenüber 250 bei Credible Hardware bzw. Alternate. Ich hatte auch noch in dem Video von Credible Hardware gesehen, dass das System wohl irgendwie mit einem Rabattcode nochmal 50 Euro günstiger wird. Aber diese ganzen Rabattsachen lasse ich ja grundsätzlich eh raus. Vor allen Dingen, weil solche Preise halt auch scheinbar ohne Rabattcode funktionieren. So, und wenn wir das halt nochmal so widerspiegeln, besserer Prozessor, bessere Grafikkarte, der Rest ist ungefähr gleich, würde ich eher das System nehmen. Jetzt haben wir noch eine andere Alternative. Die ist ein bisschen günstiger. Die kostet 1299 Euro, ist aber schon DDR5. Wir haben einen Ryzen 7500F. Jetzt sagt ihr, ja gut, der ist bestimmt aber schwächer als der 5700X. Vergleichen wir das Ganze mal, seht ihr hier fast durchgängig, dass der 7500F im Gaming stärker ist als der 5700X, wenn wir uns diese Benchmarks hier angucken. Das ist auf der Seite von Hardware Deals. Vertut euch jetzt nicht, das System ist von MyPC, der Vergleich ist von Hardware Deals. Hier gibt es natürlich manchmal Ausreißer, wie Modern Warfare 2, aber ansonsten seht ihr das halt hier durchgängig. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung. Wir haben einen Deepcool AG400BK ARGB CPU-Kühler, auch ARGB-Beleuchtung, ganz normaler Luftkühler. Wir haben 32 GB, auch Dual-Channel DDR5 6000 MTS G-Skill Flare X5 CL30. Das merkt ihr in den 1% Low. CL30 RAM im DDR5-Bereich 6000er ist schon ein Vorteil gegenüber dem 3.6er DDR4. Jetzt haben wir hier allerdings einen Wermutstropfen. Wir gehen auf den aktuellen AM5-Standard, wir gehen auf DDR5 RAM. Jetzt haben sie hier an Bord gespart. Es ist ein ASRock B650M Pro RS. Und ihr wisst, ich mag Micro-ATX-Boards nicht, weil sie halt A-Kacke aussehen
und B, nicht so diese Erweiterungsmöglichkeiten bieten. Das mit dem Kacke aussehen hat sich hier irgendwo relativiert, weil die nehmen halt auch ein Gehäuse, was für Micro ATX gedacht ist. Dann sieht das Board nicht so verloren aus, die Erweiterungsmöglichkeiten gehen euch trotzdem flöten. Wir haben eine 1TB Lexa NM620 M.2, die ist auch langsamer als die in dem System von Alternate, aber 1TB halt auch. Das Deepcool CC360 ARGB ist halt dieses Micro ATX Gehäuse mit ARGB Lüftern und so weiter, also ihr habt da auch Airflow drin. Das Netzteil ist fast das gleiche, hat 100 Watt weniger, reicht aber für das System auch aus. Windows 11 Pro ist als Testversion vorinstalliert, habe ich bei Geizhals jetzt auch rausgelassen. Und schauen wir uns da die Liste an, haben wir hier die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Da landet ihr bei 1172,66 €. Und das System kostet halt knapp 1,3. Da habt ihr jetzt sozusagen einen Aufpreis von 128 €. Also auch weit entfernt von dem, was Alternate bzw. Credible Hardware da veranschlagen. Ich verlinke euch alle Systeme mit den Geizhals-Listen in der Videobeschreibung. Natürlich das von Alternate, das von Dubaro und das von MyPC. Solltet ihr auf die Idee kommen, irgendein System zu kaufen, vergleicht vorher nochmal die Preise. Die Listen sind ja da unten drin, die schwanken andauernd, deswegen guckt nochmal, ob sich vielleicht was geändert hat. Alle drei Systeme sind nicht schlecht. Hier und da so kleine Feinheiten, was man ändern könnte. Zum Beispiel bin ich jetzt persönlich mit dem Netzteil nicht so happy, muss aber jeder selber wissen. Überlegt euch halt, wo wollt ihr das Geld lassen, was wollt ihr dafür haben. Wollt ihr DDR5, wollt ihr DDR4, wollt ihr eine 7800 XT, wollt ihr eine 7700 XT und so weiter. Grundsätzlich ist hier nirgendwo Abzocke mit dabei. Das bewegt sich alles in so einem Rahmen, wo man sagen kann, ja, das ist noch okay. Aber ihr bekommt halt bei anderen Anbietern mehr fürs Geld. Das möchte ich damit sagen. Gut, das wäre es dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.